Genua ist eine der faszinierendsten Hafenstädte Italiens. Genua ist auch die Heimat eines berühmten Fußballclubs der A-Liga, des Genua GFC. Gleison Santos ist Genuas Verteidiger. Er erzählt uns seine Geschichte, wie er aus Brasilien in diese Stadt kam und warum er so leidenschaftlich mit seinen Mitspielern über seinen Glauben an Gott spricht. Ich bin ganz jung nach Italien gekommen. Zuerst war ich im Team von Atalanta Bergamo, dann spielte ich bei Monza, später bei Albino Leffe. Heute bin ich im A-Team von Genua. Das ist wunderbar. Damit hat sich für mich ein Traum erfüllt. Ich wollte immer in einem Team wie Genua spielen, das so viele Fans hat. Als ich nach Italien ging, sagte mir meine Mutter, dass Gott verheißen hatte, dass ich in dieses Land kommen würde. Und zwar nicht nur zum Spielen. Ich hätte noch eine andere Aufgabe. Ich sollte jungen Leuten und Fußballspielern etwas viel Wichtigeres weitergeben. Gleisons Kameraden sehen in ihm mehr als nur einen guten Fußballer. Meine Freunde kommen zu mir und sie stellen mir Fragen über die Bibel. Sie sagen, was denkst du über dieses oder was meinst du darüber? Das freut mich natürlich, weil ich merke, dass sie mich anders sehen als die anderen. Viele Leute sagen, wir Fußballer sind, ein wenig verrückt, ausgeflippt. So ist es eben. Aber meine Freunde betrachten mich als jemanden, der ihnen auch helfen kann. Als er bei Albino Leffe spielte, sprach Gleison abseits vom Spielfeld mit seinem Nachbarn Adriano, der bei Atalanta gespielt hatte. Das fing vor 3 Jahren an. Ich wohnte im 3. Stock und wir hatten manchmal 10 Leute bei uns versammelt. Adriano wohnte im 4. Stock. Damals spielte er bei Atalanta, heute bei Monaco. Meine Frau und ich versuchten, seiner Familie von Gott zu erzählen. Wir wussten, dass Gott seiner Familie Heilung bringen konnte. Es ist für mich immer eine große Freude, wenn jemand, der zuvor ganz andere Dinge getrieben hat, jetzt vor und nach jedem Spiel anruft und dir sagt, die Augen Gottes ruhen auf dir. Weil Adriano jetzt gerade neu seinen Weg mit Gott geht und die Gemeinschaft mit ihm und anderen Christen nicht verpassen will, haben wir beschlossen, uns jeden Donnerstag zu treffen. Bei mir in Genua oder in Monaco. Wir lesen die Bibel und wir reden miteinander. Gleison hat 2 wichtige Ziele. Er will die Meinung der Leute über Fußballspieler ändern und Italien eine positive Botschaft vermitteln. Leider haben Fußballer in Italien und auf der ganzen Welt einen schlechten Ruf. Man verurteilt die unter ihnen, die durch ihren Lebensstil oder andere Dinge auffallen. Aber wir wollen den Fußballspielern und den Zuschauern im Stadion oder zu Hause die Botschaft vermitteln. Fußballer zu sein bedeutet nicht nur Nachtleben, Discos, ein tolles Auto zu haben oder viel Geld. Auf diese Weise können wir eine ganz andere Perspektive einbringen. Gleison möchte seinen Teamkollegen Gottes wahre Liebe zeigen. Überall gibt es Wettbewerb, große Konkurrenz. Aber wo spürt man echte Liebe?
und wo echte Gemeinschaft. Ich glaube, daran wird man sich bei mir erinnern, an einen Spieler, der liebt, ohne zu unterscheiden, ob die andere Person Spieler ist oder nicht. Ich bin ein Spieler, der von Gott erzählt, der Gott, der das Leben von Menschen wirklich verändert. Gleason will so leben, dass sein Glaube an Jesus sichtbar wird, ganz gleich, was es ihn kostet. Eines Tages ging ich zu meiner Mutter und sagte: Mama, ich möchte Jesus Christus annehmen. Und sie sagte: Hast du dir das gut überlegt? Bist du dir ganz sicher? Und ich sagte: Ja, ganz sicher. Seitdem sind 30 Jahre vergangen. Aber jedes Mal, wenn ich in eine Kirche gehe, jedes Mal, wenn ich jemanden von Jesus Christus reden höre, da brennt mein Herz. Gleason weiß, wie schwierig seine Aufgabe ist und auch, was ihm sonst noch Kraft gibt für seine Karriere und seinen Glauben. Wenn ich anfange zu denken, warum passiert das gerade mir? Warum ich? Aber Gott sei Dank, Gott gab mir eine Frau, die mir durch diese Krisen hindurch hilft. Sie sagt: So oft sind unsere Ideen, Wünsche und Gedanken nicht das, was Gott möchte. Die Bibel ist für Gleason der Kompass im Leben, wenn er Führung und Weisheit sucht. Gottes Liebe zu uns ist so stark, dass er seinen einzigen Sohn für uns am Kreuz sterben ließ. Als ich das erkannte, da traf es mein Herz und seit diesem Augenblick gehöre ich zu Gott. Er hat meine Lebensgeschichte verändert.